Mein Name ist Marco Giger, ich bin 34 Jahre alt, seit ca. 18 Jahren in der GF, habe Automatiker gelernt und bin im Moment Lehrlingsverantwortlicher von 3 Lehrlingen. Meine Aufgabe ist eigentlich alles, was mit Automation zu tun hat. Also das heisst Roboter programmieren, ein bisschen SPS, alle Produkte zu automatisieren, sodass man es nicht mehr von Hand zusammenbauen muss, sondern möglichst automatisch. Ja, man muss ein technisches Verständnis haben. Wenn eine Störung ist, man muss es gut beobachten, man muss gut die Abläufe zusammenhängen können. Und dann ein gutes technisches Verständnis. Mit all diesen Sachen im Zusammenspiel findet man das Problem meistens raus. Ab und zu sieht man auf den ersten Blick, ab und zu muss man 2, 3, 4, 5 Zyklus zuschauen, bis man es dann herausfindet. Vielleicht auch mehr. Je nachdem, wie lang der Zyklus ist. Wenn man einen 10-Minuten-Zyklus hat, dann kann es sein, dass man 10 Minuten dort steht. Schnell etwas schauen kann. Oh nein, ist wieder schon vorbei. Und ja, dann geht es dann auch ein bisschen Geduld rein. Ich würde sagen, technisch immer Zeit, aber ein bisschen etwas Menschliches braucht es sicher auch noch. Also nur gerade mit Robotik und Maschinentechnik wird das Ganze nicht funktionieren. Ich bin relativ pingelig. Roboter sind auch sehr genau. Ja, sonst ist es mehr so ein Zusammenspiel zwischen Menschen und Maschinen eigentlich, was ausmacht. Wir haben sicher viel mehr Roboter. Also am Anfang, als ich da war, waren es vielleicht 2, jetzt haben wir 35, 36. Also ich würde meinen Arbeitsplatz sicher als interessant und abwechslungsreich beschreiben. Wir haben ein super Team, Automation, Unterhalt, alles, was Spritzerei, Montage ist, bin ich zuständig für das. Und es ist immer wieder eine neue Herausforderung und darum bin ich einfach so lange hier bei GF.